Das Wort erteile ich dem Abgeordneten Rühlke von der Partei FDP-DVP. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, auf Seite 21 des grün-roten Koalitionsvertrages findet sich der Satz: Baden-Württemberg ist eine der stärksten Wirtschaftsregionen in Europa. Das ist auf jeden Fall einer der Sätze in dieser Koalitionsvereinbarung, die zutreffen. Es ist eine zutreffende Beschreibung dessen, was wir Ihnen jetzt der neuen Landesregierung übergeben. Und es ist ja nicht nur eine der stärksten Wirtschaftsregionen Europas, es ist auch ein Land, mit dem am höchsten stattgefundenen Wirtschaftswachstum im Jahr 2010, mit den besten Arbeitsmarktdaten, insbesondere im Bereich der Jugendarbeitslosigkeit, mit einem nachweislich exzellenten Bildungsstand, schlicht mit einem extrem hohen Wohlstand, dieses Land Baden-Württemberg und noch dazu ein Land, bei dem die innere Sicherheit gewährleistet ist. Herr Kollege Kretschmann, als neuer Ministerpräsident erhalten Sie von uns keinen Sanierungsfall, sondern Sie erhalten das Bundesland in Deutschland, dass das Bundesland Nummer eins ist. Sie erhalten, und der Kollege Haug hat völlig recht, ein bestelltes Haus, ein bestelltes Feld. Wir hoffen sehr, dass Sie etwas daraus machen. Sie erhalten jetzt ein Übergabeprotokoll dessen, was Sie... Meine Damen und Herren, aus landespolitischen Gründen haben Sie diese Wahl nicht gewonnen. Wir wissen, welche Gründe maßgeblich für den Ausgang dieser Landtagswahl gewesen ist. Sie haben vielleicht die Chance, irgendwann zu einer Bürgerregierung zu werden. Sie sind es aber am Eingang Ihrer Regierungszeit nicht, denn wenn ich mir das Ergebnis dieser Landtagswahl anschaue, dann sind Sie zunächst bestenfalls eine Wutbürgerregierung. Zur Bürgerregierung müssen Sie erst noch werden. Wir, meine Damen und Herren, kündigen an, wir werden eine Bürgeropposition sein. Wir werden eine konstruktive und kritische Bürgeropposition sein. Und es wird darum gehen zu sehen, wo steht Baden-Württemberg in 5 Jahren. Daran werden Sie gemessen. Und wir als FDP-Fraktion sind durchaus bereit, an der einen oder anderen Stelle Ihnen durchaus konstruktiv zu helfen, dort, wo wir in Ihrer Regierungserklärung oder dort, wo wir in Ihrem Koalitionsvertrag Punkte gefunden haben, die unsere Zustimmung finden. Wenn Sie die Direktwahl der Landräte durchsetzen wollen, werden Sie die FDP-Fraktion an Ihrer Seite haben. Wenn Sie ein Informationsfreiheitsgesetz vorschlagen, werden wir zustimmen. Wir wollten dieses Informationsfreiheitsgesetz schon lange. Wir konnten uns in der Koalition mit der Union an dieser Stelle nicht durchsetzen. Das haben Koalitionen so an sich. Das merkt man bei Ihnen auch schon. Aber wir sind durchaus gesprächsbereit, was ein Informationsfreiheitsgesetz anlangt. Wir sind auch durchaus bereit, Sie dabei zu unterstützen, wenn es um die Besserstellung gleichgeschlechtlicher Lebenspartnerschaften geht. Und wir sind auch bereit, mitzuwirken, wenn es um die Verbesserung der Diamorphinbehandlung von schwer Drogenabhängigen geht. Es gilt auch unser Angebot, es gilt auch unser Versprechen, uns daran zu beteiligen, wenn es darum geht, das Quorum in der Landesverfassung abzusenken, damit mehr Bürgerbeteiligung möglich wird, damit es wahrscheinlicher wird, dass auch ein Quorum dazu führt, dass eine Volksabstimmung auf Landesebene gelingt. Die 20% gelten, meine Damen und Herren, sie gelten auch unabhängig vom Zeitpunkt, wann Sie dieses Gesetz in den Landtag von Baden-Württemberg einbringen. Ich sage aber auch sehr deutlich, was wir nicht wollen, ist eine Lex Stuttgart 21. Es kann nicht darum gehen, dass Sie jetzt Ihren Ehestreit um Stuttgart 21 dadurch entschärfen, dass Sie das Quorum in der Landesverfassung nur mit Ziel auf Stuttgart 21 absenken.
Ehrlicher wäre es für Stuttgart 21 eine vernünftige Lösung zu finden und dann, und zwar ganz grundsätzlich, über dieses Quorum in der Landesverfassung zu diskutieren. Herr Ministerpräsident, Sie haben zu konstruktiver Zusammenarbeit aufgefordert. Sie haben dazu aufgefordert, man möge die Gräben des Wahlkampfes überwinden. Man möge sich doch jetzt so ungefähr wieder lieb haben in diesem Landtag von Baden-Württemberg. Wir sind zu dieser konstruktiven Zusammenarbeit bereit. Nur, das muss dann auch für die Regierungserklärung gelten. Und wenn man sich die ganzen Polemiken dieser Regierungserklärung anschaut, insbesondere was die Haushaltspolitik anlangt, dann, Herr Ministerpräsident, kommt man zu dem Ergebnis, dass Sie von uns etwas erwarten, was Sie selbst nicht zu leisten bereit sind. Die Schwarzmalerei der finanziellen Lage des Landes ist keineswegs konstruktiv, sondern offensichtlich der Versuch, die Latte für die eigene Finanzpolitik so tief zu legen, dass man selbst noch im Kriechgang hinüberkommt. Das ist das, was Sie offensichtlich vorhaben. Und wenn nun die Behauptung aufgestellt wird, Baden-Württemberg sei, wenn man genau nachrechne, bei der Verschuldung, bei der finanziellen Lage das letzte, das schlechteste Bundesland bundesweit, verehrter Herr Ministerpräsident Kretschmann, derjenige, der Ihnen das im Staatsministerium ausgerechnet hat, hat wahrscheinlich Mathematik schon auf der Einheitsschule gelernt, die Sie vorhaben. Und ich wundere mich auch darüber, dass der Kollege Finanzminister Schmid nun in einem Interview sagt, die Klage gegen den Länderfinanzausgleich wird keinen Erfolg haben. Das tauge alles nichts. Herr Kollege Schmiedl, warum hat dann Ihre Fraktion im Februar gemeinsam mit der Union und gemeinsam mit unserer Fraktion diesem Entschließungsantrag zugestimmt, wenn Sie das so sehen? Also das scheint die Regierungsverantwortung im Sinne des geflügelten Wortes, wonach das Sein das Bewusstsein bestimmt, das Bewusstsein der SPD verändert zu haben. Und wenn ich mir anschaue, welche Versprechungen Sie alle in die Welt gesetzt haben, Ausbau der Kleinkindbetreuung, Umsetzung des Orientierungsplans, Mittagessen in Ganztagsschulen, das sind alles hehre Ziele, das sind alles Ziele, die wir uns auch wünschen. Aber das sind Ziele, die finanziert werden müssen. Und wenn man das alles zusammenzählt, liegen sie schon bereits über 1 Milliarde an neuen Ausgaben, noch gar nicht die zusätzliche Versprechung nach Schulsozialarbeit eingerechnet. Unklar bleibt weiter, wie Sie Ihre Ankündigungen finanzieren wollen, das Landeskrankenhausprogramm deutlich besser zu finanzieren. Und, Herr Kollege Schmiedl, Sie haben sich ausgiebig über Löcher unterhalten. Steht nicht im Gesetz drin, wie hoch das sein soll. Sie wollen das deutlich ausweiten, aber Sie sagen nicht, wie Sie es finanzieren wollen. Und Sie sagen auch nicht, wie Sie die zusätzlichen Ausgaben für die Landesstraßen finanzieren wollen. Das sind Milliarden an zusätzlichen Ausgaben und gleichzeitig kündigen Sie an, eine nachhaltige Konsolidierung des Landeshaushalts vornehmen zu wollen. Ja, da müssen Sie auch sagen, wo Sie sparen. Und das steht weder im Koalitionsvertrag, noch hat der Kollege Kretschmann, noch hat die Kollegin Sitzmann, noch haben Sie auch nur ein Wort zum Thema Sparen verloren bis zum heutigen Tag. Ihr Koalitionsvertrag strotzt nur so vor kostenträchtigen Versprechungen. Und alles, was Sie zur Gegenfinanzierung bisher in die Welt gesetzt haben, ist die Grunderwerbsteuer. Da stand im grünen Wahlprogramm, man wolle sie von 3,5 auf 4,5% erhöhen. Von der SPD hat man gehört zu Beginn der Koalitionsverhandlungen, das wollen wir nicht, man sollte nicht mit einer Steuererhöhung in eine Koalition starten. Der Kompromiss, den Sie dann gefunden haben, 5%. Nicht auf 5% Erhöhung haben Sie sich geeinigt. Das sind 300 Millionen. Davon fließen vermutlich die Hälfte den Kommunen zu. Das ist so etwa wie Ihre frühere Argumentation, bevor einer der Ihren dort die Geschäftsführung übernommen hat mit der Landesstiftung.
Immer wenn gefragt wurde, wie soll man etwas finanzieren, hieß es Auflösung der Landesstiftung. Diese Landesstiftung haben sie bestimmt 20 Mal aufgelöst, um irgendwelche Finanzierungsvorschläge zu machen. So ähnlich ist es jetzt mit diesen 150 oder 300 Millionen bei der Grunderwerbssteuer. Und es ist ja schon bemerkenswert, welchen Bären der Ministerpräsident uns gestern in diesem Zusammenhang hat aufbinden wollen. In der Regierungserklärung stand drin, er will die Grunderwerbssteuer erhöhen, damit junge Familien mehr Eigenheime bauen. Also mit Verlaub, Herr Ministerpräsident, und ich sage das in großer Demut als Vertreter der Altparteien und in großer Demut auch als Vertreter der FDP. Die nächste Erfahrung, die Sie machen werden, die andere auch schon gemacht haben, ist, dass wenn man sich an die Bevölkerung wendet, es ist wesentlich einfacher aus der Opposition und im Wahlkampf die Leute für dumm zu verkaufen, als aus der Regierungsverantwortung, meine Damen und Herren. Ich habe ja gesagt, ich sage das in aller Demut, die Erfahrungen bei der SPD sind auch schon vorhanden, die Erfahrungen bei den Grünen sind vielleicht etwas geringer, aber das ist ein Ansatzpunkt, wo Sie diese Erfahrung auch ziemlich schnell machen werden. Die Null-Neuverschuldung 2019, 2020, meine Damen und Herren, statt 2014. Sie wäre 2011 möglich, wenn man hinreichend ehrgeizig wäre. Es ist ja auch interessant. Es ist ja auch interessant und bemerkenswert, was zu den zusätzlichen Steuereinnahmen gesagt wird. Da wird ja nicht gesagt, wir wollen diese zusätzlichen Steuereinnahmen insgesamt und vollständig in die Bekämpfung der Neuverschuldung geben, sondern überwiegend, ein bisschen. Nicht? Man lässt sich Spielraum, ich weiß genau, wir wissen genau, was Sie vorhaben, meine Damen und Herren. Sie wollen nur teilweise die Verschuldung bekämpfen und Sie wollen stille Reserven im Haushalt verstecken, dass Sie dann nachher die eine oder andere an ambitionierten Programmen, die Sie bis jetzt nur andeuten im Koalitionsvertrag und in der Regierungserklärung umsetzen können. Wir werden sehr genau den Haushalt abklopfen, denn diese Tricks, Herr Kollege Schmiedl, diese Tricks, die Sie uns unterstellen, diese Tricks führen Sie selber im Schilde, aber wir werden Ihnen schon auf die Schliche kommen. Wenn man die Finanzpolitik anschaut, insgesamt, meine Damen und Herren, kann man nur sagen, im Koalitionsvertrag findet sich der Satz, ich zitiere, unser Koalitionsvertrag wurde weitgehend positiv aufgenommen. Ja, meine Damen und Herren, weitgehend aber von denen, die ihn nicht gelesen haben. Das ist die Realität, meine Damen und Herren. Das ist meine Interpretation, so ist es. Und es ist auch meine Interpretation, dass es im Land Baden-Württemberg nicht besonders gut angekommen ist, wenn der Ministerpräsident erklärt hat, es soll künftig weniger Autos geben. In Baden-Württemberg. Es sollen künftig weniger Autos produziert werden. Meine Damen und Herren, im Land Baden-Württemberg sind 200.000 Beschäftigte in dieser Industrie tätig, nicht mal gerechnet alle Zulieferer. Es werden 70 Milliarden Euro Umsatz gemacht in dieser Industrie. Wir haben eine absolute Exportorientierung. Übrigens auch, Herr Ministerpräsident, große Automobile, die auf den amerikanischen Markt exportiert werden. Das ist typisch für die Wertschöpfung in Baden-Württemberg und garantiert letztlich auch den Wohlstand des deutschen Südwestens. Daran sollte man nicht die Axt anlegen. Und da hilft es auch nichts, wenn man in der Regierungserklärung dann versucht, aus Karl Benz sozusagen den ersten Grünen zu machen. Denn das technische Verständnis an dieser Passage der Regierungserklärung ist auch in etwa in dieser Zeit stehen geblieben, wenn man noch viele Jahre nach dem Drei-Wege-Cut vom Vergaser redet, meine Damen und Herren. Der Staat soll nicht bestimmte Technologien fördern, steht in diesem Koalitionsvertrag drin. Der Staat soll nicht bestimmte Technologien fördern, haben Sie, Herr Ministerpräsident, gestern gesagt. Aber gleichzeitig erklären Sie, er soll stimulierende Rahmenbedingungen setzen. Ja, was sind denn stimulierende Rahmenbedingungen? Das kann doch nur heißen, dass man bestimmte Technologien,
dass man bestimmte Produkte fördern will, damit sie sich am Markt durchsetzen, obwohl sie sich sonst nicht durchsetzen würden. Sie versuchen auf der einen Seite zu erklären, sie sind Marktwirtschaftler, auf der anderen Seite weisen sie die Fährte in die Staatswirtschaft. Das ist das, was in dieser Regierungserklärung an dieser Stelle formuliert wurde. Angeblich stünde diese Regierungskoalition für eine neue Gründerzeit, meine Damen und Herren. Sie führen dann auch die Kronzeugen der ersten Gründerzeit auf, Daimler, Benz, Bosch, BASF, im Wesentlichen Unternehmerpersönlichkeiten. Aber dann wollen Sie uns deutlich machen, jetzt käme eine zweite Gründerzeit und die Protagonisten dieser zweiten Gründerzeit sind dann politische Parteien, nämlich Grün und Rot. So wird diese Gründerzeit nicht funktionieren, meine Damen und Herren, und mit diesem auch vagen Weg, den Sie in Ihrer Regierungserklärung gewiesen haben, schon gar nicht. Auch bei der Straßeninfrastruktur. Da wundert man sich schon über das, was einerseits kommuniziert wird und was dann andererseits im Koalitionsvertrag drinsteht. Auf Seite 27 lesen wir, Sie wollen Straßen erhalten und ausbauen. Das haben Sie wahrscheinlich in der Endredaktion oder die Grünen haben es bei der Endredaktion übersehen. Denn soweit ich gehört habe, wollen die Grünen eben keine neuen Straßen bauen. Also da sollten Sie sich schon mal drauf verständigen, was Sie unter Infrastruktur verstehen. Sie sollen sich auch darauf verständigen, wie Sie generell zur Automobilwirtschaft stehen. Sie sollten sich darauf verständigen, wie Sie zum Automobil insgesamt stehen. Man hört ja sehr Unterschiedliches aus Ihren Reihen. Die SPD hat Benzin im Blut. Die Grünen haben die Sonne im Herzen. Dem Land Baden-Württemberg ist zu wünschen, dass auch einer dabei ist, der etwas im Hirn hat, meine Damen und Herren. Bemerkenswert beim Thema Infrastruktur sind auch die Dinge, die da über die Schieneninfrastruktur in diesem Koalitionsvertrag und in der Regierungserklärung zu lesen sind. Plötzlich sind die Grünen jetzt für die Rheintalstrecke. Ja, und sie sind auch dafür, sich am Lärmschutz zu beteiligen. Ich darf Sie vielleicht daran erinnern, dass wir im vergangenen November darüber im Landtag von Baden-Württemberg abgestimmt haben. CDU, FDP und SPD waren der Meinung, das sollte man tun. Sie als Grüne haben als Einzige dagegen gestimmt, weil Sie sich selbst ausgetrickst hatten mit einem Gutachten, das Sie zu Stuttgart 21 eingeholt hatten und das Ihnen dann bei der Rheintalbahn auf die Füße gefallen ist. Es wäre ein Beleg der Offenheit und Ehrlichkeit. Sie würden das zugeben und würden der Bevölkerung auch erklären, warum Sie damals so abgestimmt haben und im Regierungsprogramm jetzt etwas anderes steht. Elegant, mehr oder weniger elegant umschifft, Herr Ministerpräsident, haben Sie das Thema Stuttgart 21. Da steht, Stuttgart 21 bleibt kontrovers. Vielmehr hatten Sie zu diesem Thema nichts zu sagen. Mal davon abgesehen, dass diese ganzen Diskussionen um Stresstest, Volksabstimmung und wie man nach Möglichkeit dieses Projekt zu Fall bringen kann, nun nicht gerade besonders stimulierend auf Investoren wirkt, die sich überlegen, ob sie in Baden-Württemberg eine Investitionsentscheidung vornehmen. Und ich habe auch nicht den Eindruck, dass das in nächster Zeit im Bereich des Verkehrs und der Infrastruktur besser wird mit dem neuen Verkehrsminister, der ja, ich darf Sie zitieren, Herr Kollege Schmiedl, der Minister für Spekulationen möglicherweise wird, der sogar Spekulationen verbreite, die einander ausschließen. Also mit Verlaub, bisher war der Begriff des Fehlstarts in der deutschen Bevölkerung mit dem Zehnkämpfer Jürgen Hinksen verbunden. Künftig wird es Winne Herrmann sein, an den jeder denkt, wenn er von Fehlstart hört. Das ist ja bemerkenswert, nicht? Die SPD redet über Fehlstart Herrmann, die Grünen dafür über Betonschmiedl. So viel zur Liebesheirat. Meinst wirklich so möglicherweise? Also, mit Ihrer Liebesheirat, Herr Kollege Schmiedl,
Die erinnert fatal an die zahlreichen Eheschließungen von Elizabeth Taylor und Richard Burton. Herr Kollege Drexler, ich gehöre zwar der FDP an, aber ich würde Sie nie heiraten. Also an ihrem Braualtar, da führte noch Rosamunde Pilcher Regie. 3 Wochen später heißt schon, wer hat Angst vor Virginia Woolf? Ja. Ja. Also der gemeinsame Sound, den Sie versprochen haben, ist die Dissonanz. Und wenn ich mir so anschaue, was der neue Verkehrsminister zum Besten gibt, nicht, da könnte man ihm ja die berühmte Blume schenken, wo er dann sagt, also wir beteiligen uns an den Baustoppkosten, wir beteiligen uns nicht an den Baustoppkosten. Und dasselbe gilt für den eigenen Fahrplan zum Stresstest. Wir haben einen eigenen Fahrplan, wir haben keinen eigenen Fahrplan. Das ist schon sehr bemerkenswert. Und dann stellt sich natürlich auch die Frage, wer für Stuttgart 21 zuständig ist, wenn Sie diese Zuständigkeit an die SPD abgeben. Vielleicht die Integrationsministerin oder wer soll das künftig machen? Und gibt Herr Schmid dann auch die Zuständigkeit für den Haushalt ab, wenn Ihnen die Schulden über den Kopf wachsen? Also es ist schon sehr zuversichtlich, was auf das Land Baden-Württemberg mit dieser Landesregierung zukommt. Ich wundere mich auch über Ihre Haltung zu Ulm-Wendlingen. Mitte 2010 haben Sie wortreich und mit großem öffentlichen Auftritt verkündet, Ulm-Wendlingen ist uns jetzt zu teuer. Wir rücken von Ulm-Wendlingen ab. Wenn man dann den Koalitionsvertrag liest, reibt man sich die Augen. Da heißt es dann, wir sind uns einig, Ulm-Wendlingen wird gebaut. Auch da wäre ein Wort der Erklärung der Grünen für Positionen, die in der Opposition gelten, aber dann offensichtlich nicht mehr in der Regierung, hilfreich. Meine Damen und Herren, die Wirtschaftspolitik insgesamt ist deutlich ein Stiefkind dieser Regierung. Sie haben das Wirtschaftsministerium ausgeweitet, Sie haben es zerschlagen und in Ihrem Koalitionsvertrag und auch in der Regierungserklärung finden sich keine neuen Ideen. Die Zukunftsfelder der Innovationspolitik, die haben Sie bei uns abgeschrieben, ebenso das Thema Innovationsgutscheine. Das ist alter Wein in neuen Schläuchen. Die Wohnbaupolitik, auch das ist nichts Neues. Innen- vor Außenentwicklung, so waren unsere Programme schon seit Jahren gestrickt. Und wenn Sie jetzt ankündigen, bei der Wohnraumförderung ein Verhältnis von 4:1 im Verhältnis Miet- und Eigenheimförderung anzustreben, kann ich Ihnen nur sagen, da werden Sie scheitern, weil die Gesetzgebung nicht so ist, die Bundesgesetzgebung nicht so ist, dass es sich wirklich lohnt, in diesem Umfang in die Mietwohnraumförderung zu investieren. Die Belastung der Wirtschaft durch Bildungsfreistellungen ist das nächste Thema. Und interessant ist es auch, in der Regierungserklärung des Kollegen Kretschmann zu lesen, wir werden in Baden-Württemberg neue Wege entwickeln, den Langzeitarbeitslosen zu helfen. Das ist hochinteressant, aber man hätte sich gewünscht, zu erfahren, wie diese Wege aussehen. Es sind immer nur Ankündigungen, Ankündigungen, Lyrik, die sich wohlklingend anhört. Aber wenn es konkret wird, wird gekniffen. Mittelstand, Familienunternehmen, das Rückgrat unserer Wirtschaft, Herr Schmiedl, Sie sind vorhin darauf zu sprechen gekommen, das findet sich in der Regierungserklärung vergeblich. Da wird nur über ein paar Großunternehmen gesprochen, aber es wird eben nicht deutlich, wie wichtig der Mittelstand und wie wichtig Familienunternehmen gerade für die Wirtschaft in Baden-Württemberg sind. Kollege Haug hat angesprochen, der ländliche Raum kommt ebenfalls zu kurz. Aber wegen all diesen Dingen sind Sie ja nicht gewählt worden. Worüber wir zu reden haben, ist natürlich die Energiewende. Und auch hier finde ich es bemerkenswert zu hören, was der neue Ministerpräsident zum Thema Energiepolitik zu sagen hat. Er kündigt an, es darf keinen Stromimport geben. Ich kann nur sagen, einverstanden. Er kündigt an, es darf keine Preisexplosion geben. Ich kann nur sagen, einverstanden.
Er kann mit unserem Einverständnis rechnen, wenn er sagt, es darf keinen Ausbau der Fossilen geben. Nur stellt sich die Frage, wie Sie dann diesen beschleunigten Ausstieg schaffen wollen. Und da hätten wir gerne ein Konzept. Der Weg, meine Damen und Herren, Ihr Weg zur Energiewende bleibt unklar. 10% Windkraft, das haben wir schon lange gehört, das ist ein ambitioniertes Ziel. Es ist das Ziel des Windkraftverbandes, das der schon seit Jahren vertritt. Wir in der alten Landesregierung haben uns darum bemüht, die Windkraft auszubauen. Sie mögen sagen, nicht weitgehend genug. Ich bin durchaus bereit, das einzuräumen. Wir sind beim Thema Windkraft nicht so weit gekommen, wie wir uns das vorgestellt hätten. Aber einigen wir uns gerne auf diese 10%. Da müssen Sie aber immer noch sagen, wo die anderen 90% herkommen sollen. Und da schweigt sich der Koalitionsvertrag vollständig aus. Der Ministerpräsident ist gestern etwas konkreter geworden, nämlich mit dem revolutionären Angebot, Solaranlagen auf landeseigenen Dachflächen entstehen zu lassen. Also das Dach der Villa Reitzenstein sozusagen als Ausgangspunkt der Energiewende in Baden-Württemberg. Da würden wir uns schon noch ein paar konkretere Vorschläge wünschen. Konkret sollten Sie auch sagen, Herr Ministerpräsident, wenn Sie immer wieder in die Welt setzen, Sie könnten sich auch ein Endlager in Baden-Württemberg vorstellen, wo dieses Endlager denn sein soll. Welche Gesteinsschichten oder welche Regionen des Landes insgesamt in Frage kommen und nicht nur immer erklären, Baden-Württemberg können wir uns vorstellen, wir würden auch gerne wissen, wo. Zu diesem Thema, der Umweltminister ist ja heute nicht da, aber vielleicht können Sie es ihm ausrichten oder vielleicht kann man auch am heutigen Tag, wenn es um die Geschäftsbereiche der Ministerien geht, noch drüber reden. Ich finde es schon bemerkenswert, dass künftig im Umweltministerium nicht nur die Atomaufsicht, sondern auch die Landesregulierungs- und Kartellbehörde angesiedelt werden soll. Also da wird von einem Ministerium in beide Richtungen kontrolliert. Und seien Sie mal ehrlich, meine Damen und Herren von Grün-Rot, was hätten Sie gesagt, wenn wir in der letzten Legislaturperiode die Atomaufsicht ins Wirtschaftsministerium geholt hätten? Also das ist schon bedenklich, was Sie da vorhaben. Und dasselbe gilt für das operative Eingreifen bei der EnBW, was Sie ja auch im Grunde angekündigt haben. Ich gehe mal davon aus, dass der Vorstandsvorsitzende der EnBW, Herr Fillis, auch etwas mit dem Wort vom Betonschmiedel mittlerweile anfangen kann. Abschließend noch zum Thema Herkunft und Bildung. Das tragen Sie ja auch als Monstranz vor sich her, dass Sie die Bildung in Baden-Württemberg gerechter gestalten wollen. Immer wieder mit der Behauptung versehen, in Baden-Württemberg sei die Herkunft der Menschen ganz wesentlich verantwortlich für den Bildungserfolg. Auch da frisieren Sie die Statistiken. Wenn Sie sich anschauen, wie der Bildungserfolg in Baden-Württemberg ist, ist es in der Tat so, dass die Kinder und Jugendlichen ohne Migrationshintergrund einen besseren Bildungserfolg haben als diejenigen mit Migrationshintergrund. Das ist aber in anderen Bundesländern auch so. Und ich sage hinzu, die Jugendlichen mit Migrationshintergrund haben in Baden-Württemberg immer noch einen größeren Erfolg als die ohne in Bremen. Nicht? Und was Sie in diesem Zusammenhang immer wieder unterschlagen, sind die Erfolge des beruflichen Bildungswesens und auch die Durchlässigkeit dieses Systems. Das bleibt bei Ihnen stets ausgeklammert, um Ihre ideologische Bildungsposition durchsetzen zu können. Sie werden feststellen, dass all dies, was Sie vorhaben, nicht zu mehr, sondern zu weniger Bildungsgerechtigkeit führt, meine Damen und Herren. Wenn Sie beispielsweise im Bergrealschulbereich gegen das ausdrückliche Votum des Handwerkstags die Kooperation mit den Berufsfachschulen kippen wollen, wenn Sie beispielsweise erklären, Zugang zu akademischer Bildung darf nicht an finanziellen Hürden scheitern, sich aber nachlaufenden Studiengebühren trotzdem verweigern, wenn Sie
zu mehr Bürokratie im Hochschulbereich führen, beispielsweise durch dieses seltsame bundesweite Serviceverfahren, das da angekündigt wurde zur Studentenlandverschickung. Wenn Sie auch die Abschaffung von Höchstgrenzen für Studiengänge, für Master und Bachelor vorhaben, was dann wieder dazu führt, dass wir mehr Langzeitstudenten in Baden-Württemberg bekommen. Wenn Sie eine Verwirrung schaffen werden zwischen G8 und G9, wenn denn das gleiche Gymnasium ein G8 und ein G9 Bildungsgang vorhalten soll, was organisatorisch eine Katastrophe wird und was zu einer Zweiklassengesellschaft an den Gymnasien führen wird. Wenn Sie die Zwangsganztagsschule und die Einheitsschule einführen, dann werden Sie nicht erreichen, dass Sie mehr Bildungsgerechtigkeit in diesem Land haben, sondern dann werden diejenigen, die sich das leisten können, ihre Schüler, ihre Kinder auf die Privatschulen schicken. Und dann haben Sie genau diese Bildungsungerechtigkeit und die Zweiklassengesellschaft, die Sie angeblich verhindern wollen, meine Damen und Herren. Alle möglichen Schulmodelle, alle möglichen Schultypen nebeneinander. Es wurde schon auf die Gefahr eines Flickenteppichs aufmerksam gemacht, dass man dann Schwierigkeiten hat, wenn man innerhalb Baden-Württembergs umzieht, den vernünftigen, möglicherweise innerhalb der Gemeinde, um einen vernünftigen Schultyp für die Kinder zu finden. Das ist alles unausgegoren. Ich kann Ihnen nur sagen, lassen Sie ab von diesen Bildungsplänen. Schließen Sie sich an dem an, was in Baden-Württemberg über Jahrzehnte erfolgreich gewesen ist, nämlich das gegliederte Schulsystem, meine Damen und Herren. Abschließend kann man zu diesem Koalitionsvertrag, kann man zu dieser Regierungserklärung nur sagen, als Oppositionspolitiker kann man sich freuen. Sie liefern eine Steilvorlage nach der anderen. Wer sich aber nicht darüber freuen kann, meine Damen und Herren, das sind die Bürgerinnen und Bürger in diesem Land. Ich hoffe sehr, dass diese Regierung besser wird als die Regierungserklärung und besser als ihr Koalitionsvertrag.